Hallo ihr Lieben, das sind wir wieder. Wir, das ist der Marco im Hintergrund, ich im Vordergrund und Peter von Ich am Weg. Wir haben ein gemeinsames Projekt, wir laufen folgenden Weg. Und zwar ist es der Wiener Wallfahrerweg, der verläuft vom Süden von Wien, von Berchtoldsdorf bis nach Mariazell und heute die erste Etappe von Berchtoldsdorf bis nach Holzschlag und das wäre die Wegmarkierung 06, wie alle Mariazeller Wege in Österreich. Und wenn ihr wisst, wie es weitergeht, dann bleiben dran und gucken. Eige Moje, wenn ich mal jetzt so mitbringe, das sind wir gleich. Sarah, das tut uns gleich verlassen. Warum? Dass Kinder uns bei uns auf dem Blog nur lesen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gucken. Also bis später. Ciao. Ei, hi, und eine schöne Gemäue. Unser allererster da und wir haben direkt zwei riesengroße YouTube-Stars dabei. Gucken wir. Sogar Ösis, Österreicher. Herzlich willkommen hier am Wiener Wallfahrerweg. Und für die erste Etappe, da haben wir keine Kosten und Mühen gespart und haben ihn organisiert. Auf wem ich damit meine, das schaut euch selber an. Viel Spaß. Hallo und Grüße vom Wiener Wallfahrerweg. Ich bin flott dabei und habt ihr gewusst, dass diese Sonnenbrillen angewachsen sind? Tja, jetzt gibt es keine Sprachprobe von dir. Ich bin
das ist jetzt nur, wenn was steht, oder? Die Einsatzung, die das da? Das ist es, Sarah. Und Sarah ist klatschnass geschwitzt. Und wissen wir warum? Ich bin gerade mal 8 oder 9 Kilometer mit den Jungs gelaufen und die Jungs 25. Und da ist der Marco. Der ist noch viel fertiger. Ich bin komplett fertig. Zum Weg kann ich sagen, er war sehr schön. Man hat mal schöne Aussichten gehabt und eine schöne Feldlandschaft ab und zu mal. Richtig schön. Und ich bin jetzt auch komplett kaputt, weil es die letzten 2 Kilometer ungefähr nur hoch geht bis zu unserer Unterkunft. Und da bin ich froh, dass ich gleich ankomme. Ne? Aber es hat uns aber auch gut gefallen, dass der Flatter mitgegangen ist, dass er kurzfristig Jo gesagt hat. Und zum Peter hat er natürlich nee gesagt, er könnte nicht, weil er hätte Wanderung vor. Ne? Er wollte uns nämlich dort mit überraschen, aber wir haben den Peter dort mit überrascht. So, jetzt gehen wir mal ab zu den anderen zwei. Wenn wir schon dabei sind, bin ich euch die anderen zwei noch mal ins Bild tricke und die könnte dann bestimmt auch noch sagen, wie sie weh fand. Und der Peter erzählt uns bestimmt noch, was der Höhepunkt der Tour war. Ja, also einen Höhepunkt herauszugreifen wäre hier wahrscheinlich, also da könnte ich mich gar nicht festlegen. Ne? Wir hatten die Josefswarte, habt ihr das gesehen, jetzt auch hier letztendlich dann Meierling, der Marsch hierher, Maria Reisenmarkt, auch sehr, sehr schön gewesen. Jetzt natürlich hat die letzten Meter ein bisschen anstrengend, noch mal bis auf Holzschlag, aber ihr beiden habt das wirklich großartig gemeistert und hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und die Überraschung ist euch wirklich geglückt. Und mein Highlight, das ist immer gewesen, dass ich den Peter so eine Freude habe machen können, indem ich ihn überrascht habe. Ja, und für mich geht es nachher von Holzschlag aus noch 6 Kilometer weiter nach Weißenbach und ich werde mit dem Zug nach Hause fahren. Und ihr habt hoffentlich einen super tollen Mariazellerweg. Da wünsche ich euch noch viel Spaß. Vielen, vielen Dank. So, und so machen wir noch zu guter Letzt das, was am allerwichtigsten ist, Marco. Wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder, ne? Tschö! Marco, du enttäuschst mich. Ach. Was hast du vergessen? Ach, Schätzelchen, es tut mir leid. Ganz liebe Grüße, Topper. Und somit viele liebe Grüße. Ciao! Sina das? Das ist Sarah. Klatsch, nass, geschmitzt.